Aus Sicht des Mietervereins Mannheims ist das 12-Punkte-Programm und speziell die Quote insbesondere deswegen wichtig, weil wir aus allen anderen kommunalen Vorlagen bisher wissen, dass zu wenig preiswerter Neubau geschaffen wird in dieser Stadt. Dies wird zulasten insbesondere der Rentner und der Familien gehen. Ja, wir stehen jetzt hier direkt vor der Gemeinderatssitzung, Tagesordnungspunkt 1, 12-Punkte-Programm, Wohnbauprogramm. Ich freue mich, dass es endlich auf der Tagesordnung des Gemeinderates ist und zur Abstimmung kommt. Ich bin guter Dinge, dass wir das erfolgreich durchkriegen. Es wird allerhöchste Zeit, dass da Weichen gestellt werden, denn wir haben wirklich Probleme, bezahlbaren Wohnraum hier in Mannheim zu finden. Die Leute suchen und ziehen mittlerweile auch weg, gehen nach Ludwigshafen oder ins Umfeld. Und insofern ist es allerhöchste Zeit, insbesondere was die Quote anbelangt, dass Gebäude, die gebaut werden mit über 10 Wohneinheiten, eine Quote von 25% haben mit bezahlbarem Wohnraum. Wir hoffen, dass wir vielleicht sogar 30% durchkriegen und mal gucken, was für Argumente auf der anderen Seite gibt. Ich finde, die Argumente sind mittlerweile sehr dünn, wenn man sich anguckt. Die CDU in Ulm hat schon 2012 eine Quote beantragt und die CDU in Mannheim stellt sich bei der Quote quer. Aber ich denke, heute kommen sie damit nicht durch. Also ich bin guter Dinge, dass es was wird. Der Gemeinderat wird heute hoffentlich die 12 Punkte abstimmen. Sie sind dringend erforderlich, weil die Wohnungspolitik der letzten 20, 25 Jahre zu einem absoluten Rückgang der preisgünstigen Mieten geführt hat und die ganze staatliche Subventionspolitik in Eigentum gemündet ist. Und nun ist es Zeit, hier wirklich zu intervenieren, und diese 12 Punkte beinhalten Punkte auf dem richtigen Weg zumindest. Deswegen werden wir die auch unterstützen, insbesondere die Quote, denn ohne Intervention und in dem Fall muss ich sagen Dirigismus wird man nie zu einer preisgünstigen Wohnung mehr kommen. Und von daher, ich bin sogar ein bisschen optimistisch, dass das heute durchgeht. Hier im Jungbusch haben wir die Situation, dass seit einigen Jahren viele Häuser aufgekauft worden sind von einer französischen Großbank. Die Häuser werden luxussaniert und viel teurer weitervermietet, und das hat natürlich eine unglaubliche Wirkung auf das Viertel. Die anderen Vermieterinnen ziehen auch mit. Darunter leiden vor allem Mieterinnen unterer Einkommensschichten oder Menschen mit Migrationshintergrund, die sich gegen die Kündigungen, die dann häufig kommen, einfach nicht wehren können. Natürlich begrüßen wir das 12-Punkte-Programm der Stadt Mannheim. Wir sehen es auch als einen Erfolg der langjährigen Arbeit stadtpolitisch Aktiver, dass das Thema Wohnungsnot und sozialer Wohnraum so aktiv oder so präsent in der Tagesordnung ist. Uns fehlt in dem 12-Punkte-Programm ganz deutlich eine Bezugnahme auf den Jungbusch. Die Problematik, mit der wir hier konfrontiert sind, die kommt darin einfach nicht vor. Wir werden auch weiterhin Druck auf die Stadt von unten ausüben und bleiben bei Punkt 13, wir bleiben alle. Lässt du das kommen?